willkommen bei Agrikultur. Mein Bruder und ich erzählen euch heute, wie wir die Eier aus dem Stall laufen lassen und über die Sortiermaschine sortieren und verpacken. Diese Arbeit machen wir einmal täglich. Morgens um 9 Uhr haben die Hühner die meisten Eier gelegt und dann starten wir die Maschine. Hier kommen die Eier jetzt aus dem Stall raus. Die Nester sind ein bisschen schräg eingebaut, damit die Eier direkt halt runterlaufen und auf dem Eierband landen und dann direkt über den Elevator auf die Eiersortiermaschine laufen. Hier auf der Sortiermaschine hole ich die dreckigen und kaputten Eier raus und die werden für den Eigengebrauch verwendet. Durch die Lampe werden die durchleuchtet und mögliche Haarrisse sichtbar gemacht. Hier wird der Stempel durch leichtes Hochheben der Eier draufgedruckt. Zu dem Stempel kann ich euch die Zahlen erklären. Die 2 ist Bodenhaltung, DE ist für Deutschland, 07 ist Rheinland-Pfalz, 1361 ist die Stallnummer, Betriebsnummer und die 1 ist die Stallnummer. Die Eier laufen hier langsam drüber und wenn das Ei zu schwer ist, gibt die Schaufel nach und das Ei läuft dementsprechend seiner Größe runter und der Stempel setzt sie dann Größen und Farben sortiert auf die Bretter auf. Die Spitze muss am Ei immer unten sein, damit das Ei länger frisch bleibt. Am Tag werden ca. 1400 Eier gelegt. Die werden hier auch sortiert und verpackt, um möglichst frisch an den Endverbraucher zu verkaufen. Die meisten Eier werden in 10er und 6er Päckchen verkauft. Hier oben ist unser Stempel mit der Güteklasse und der Gewichtsklasse und dem Haltbarkeitsdatum von 28 Tagen. Das war jetzt zur Sortier- und Abpackstation. Wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt von den Hühnern, dann bleibt dran und immer schön fleißig teilen und liken. Bis dahin, tschüss! Tschüss!